Ja, mein Name ist Volker Stab. Ich bin Architekt aus Berlin und Leiter des gleichnamigen Büros Stab-Architekten. Wir haben die wunderbare Aufgabe, das Projekt für Biotopia hier am Schloss Nymphenburg zu planen und dann auch zu realisieren. Oft werde ich in dem Zusammenhang gefragt, inwieweit wir schon Erfahrung haben, einerseits im Museumsbau, andererseits aber auch in der Implementierung zeitgenössischer Architektur in solche historischen Situationen. Und eigentlich fing unsere Arbeit genau damit an, indem wir vor ungefähr 25 Jahren in Nürnberg mitten in der Altstadt die Aufgabe hatten, ein Museum für zeitgenössische Kunst zu realisieren. Oder als Beispiel auch unser kleines Museum der Bayerischen Könige in Hohenschwangau, welches sich eben in ein denkmalgeschütztes Ensemble integriert. Wenn wir uns jetzt die Aufgabe hier am Schloss Nymphenburg anschauen, so stellen wir fest, dass all diese Themen, nämlich dieses Gleichgewicht zu finden zwischen den Eigenschaften dieser historischen Anlage und den Anforderungen eines Museums, was ja auch in die Zukunft schauen will, diese beiden Dinge zusammenzubringen, war auch hier eine der zentralen Aufgaben. Für uns war es eben klar, dass wir einerseits die historisch gewachsene Situation hier am Rand des Schlossensembles mit seinen geschichtlichen Bindungen, nämlich der Tatsache, dass sowohl die Schweige auf der anderen Seite dieses Ensembles als auch dieser Bau, bei dem wir uns jetzt planerisch betätigen, immer dienende Gebäude zu dem monumentalen Schlossprospekt von Schloss Nymphenburg waren. Und diese dienende Gebäude, auch in ihrer symmetrischen Anlage, haben natürlich bestimmte Eigenschaften. Sie haben die Eigenschaften, dass sie in ihrer ganzen Ausformulierung etwas zurückgenommener sind, dass sie schlichter sind als die großen monumentalen Fassaden des Schlosses selbst, dass sie eine bestimmte Proportionierung haben, sowohl was die Gliederung der Fenster anbelangt, als auch was die Gliederung des Baukörpers an und für sich anbelangt. Und all diese Themen versuchen wir in einer zeitgenössischen Übersetzung aufzunehmen. Wenn man hinter uns schaut, sieht man das Gebäude aus den 60er Jahren, was wir entfernen müssen. Wir haben lange überlegt, inwieweit die Substanz auch weiter zu verwenden ist für diese Idee dieses neuen Hauses. Doch stellte sich schnell heraus, dass das Gebäude für diese neue Programmatik eben leider untauglich ist. Nicht nur, dass es konstruktiv nicht taugte, abgesehen davon, dass es auch sehr stark schadstoffbelastet ist, reichte aber einfach die Dimensionierung der Räume nicht aus. Und da es eben selbst kein historisches Gebäude ist, fanden wir es auch vertretbar und auch der Bauherr vertretbar, dieses Gebäude zu entfernen und durch einen Neubau zu ersetzen. Wir haben versucht, die Kubatur in ihrer Maßstäblichkeit zu übernehmen. Wir haben versucht, Fassadengliederungen zu entwickeln, die einerseits auf die Bedingungen des Museums Rücksicht nehmen, andererseits aber auch auf die Anforderungen eben dieser historischen Maßstäblichkeit, sodass wir eine Zweigeschossigkeit hin zum großen Fassadenprospekt haben, die im Prinzip der Maßstäblichkeit der Schweige auf der anderen Seite entspricht. Und bei von außen scheinbar gleicher Kubatur haben wir durch einen einfachen Griff, nämlich durch die Vertiefung des Baukörpers, den man eigentlich nur im Innenhof spürt, erreicht, dass die Dachlandschaft zur Maria-Barth-Straße erstmal vollkommen erhalten bleibt. Und durch diesen Trick, die Gebäudetiefe zu vergrößern, wir einerseits Raum schaffen für die räumlichen Anforderungen des Museums, andererseits uns diese Logik der inneren Höfe, dass nämlich alle Gebäude hier durchwegbar sind, indem es eine orthogonale Durchwegung der Schlosshöfe gibt, dieses System übernehmen wir für die Erschließung des Hauses. Das Widersprüchliche, was uns oft begegnet bei der Positionierung eines solchen neuen Gebäudes in einem historischen Ensemble, begegnet einem natürlich auch bei der Frage der Gestaltung der Fassaden. Museen haben leider die Eigenschaft, dass sie selten Fenster nach außen brauchen und insofern erstmal davon ausgehen, dass sie von außen fensterlos sein wollen. Aber natürlich ist das fensterlose Gebäude ist nicht das, was man an dieser Stelle gerne hätte. Und insofern konnten wir ganz geschickt in der Überarbeitung erreichen, dass all die Räume, die Labore, die sozusagen Nutzräume, die eben
befenstert werden, sich eben zu den zwei Stirnfassaden äußern können. Über eine Reliefierung haben wir versucht, diesen Rhythmus der Fassadengestaltung in dieser Zweigeschossigkeit auch auf die Längsseite eben der eher geschlossenen Fassaden zu übertragen und dort über präzise, gesetzte, größere Fensteröffnungen, auch an die historischen großen Öffnungen der Durchgänge und Einfahrten zu erinnern und somit eben einerseits Einblicke in das Museum zu erlauben und andererseits aber die gewünschte Ruhe in den Ausstellungsbereichen zu erreichen. Wir haben eine Öffnung gemacht, eine Durchfahrt, auch in der Tradition der Zugänge zu den Höfen. Und dort, indem wir den Hof geöffnet haben, entsteht im Inneren des Hofes die Adresse für das neue Museum. Dieses Konzept der Offenheit betrifft eben nicht nur die Eingangssituation des Hauses, sondern auch die Organisation im Inneren. Für uns ist es immer schwierig, wenn die Anforderung im Raum steht, es soll alles flexibel sein. Weil Flexibilität hat natürlich auch oft Eigenschaftslosigkeit zur Folge. Man kennt es von jedem Kaufhaus. Alle Kaufhäuser sind flexibel, aber besitzen sie irgendeine Art von Identität? Selten. Und das ist vielleicht das, was uns am meisten interessiert hat, dann architektonisch zu übersetzen. Diese Frage, wie schaffen wir es, ein räumlich vollkommen offenes Museum zu entwickeln und gleichzeitig aber eine starke Identität räumlich zu erreichen. Und wenn man sich die Grundrisse anschaut, sieht man schnell, dass wir über 4 Treppenskulpturen, die in einem Großraum untergebracht sind, nicht nur das Erdgeschoss zonieren, sondern auch eine ganz plausible Erschließung sowohl in die Obergeschosse der Ausstellung als auch in die Untergeschosse der Wechselausstellung oder des Vortragssaals erreichen. Und durch diese einzig gliedernden Elemente der Erschließungen entsteht sowohl was das Licht betrifft, als auch was die Orientierung im Raum betrifft, eine ganz klare architektonische Identität und öffnet auf der anderen Seite aber einen großen Spielraum für die Bespielung. Im Prinzip eine grenzenlose Fläche, die inszenatorisch durch die unterschiedlichsten, ja auch sich im Laufe der Zeit verändernden Anforderungen eines solchen Museums bespielt werden können. Natürlich sind solche Planungen immer auch erst Absichtserklärungen, müssen sich natürlich nachher im Gebauten auch Wirklichkeit werden. Und so wünsche ich natürlich uns allen, die daran beteiligt sind, dass das, was wir uns vornehmen, nachher auch in der Wirklichkeit eine Übersetzung findet, dass es wirklich ein Haus wird, was fasziniert, was in die Zukunft führt, was anregt und gleichzeitig sich ganz rücksichtsvoll in diesem Ensemble integriert.